Immer hatte mir der romantische Gedanke vorgeschwebt, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen. Heinrich Vogeler war um die Jahrhundertwende sehr bekannt. Er ist durch verschiedene Ausstellungen berühmt geworden. Die Leute haben ihm ja die Bilder von der Leinwand gerissen, als das Öl noch gar nicht trocken war. Ich war der Liebling des Bürgertums. Meine Kunst hatte ja nichts zu tun mit den unruhevollen Hässlichkeiten der Gegenwart. Er hat grundsätzlich versucht, in seinem Leben für alle Menschen, die ihn umgeben, alles schöner zu machen. Du veredelst alles, was du anfasst. Nun, er war ja auch alles. Er war Illustrator, er war Maler, er war Architekt. In seinem Bakenhof hat das zu einem Gesamtkunstwerk ja auch verbunden. Dieser Ort ist einer gewesen, der für viele unglaublich spannend war und ein regelrechter Treffpunkt. Wir wollen mehr hören. Rilke war auf jeden Fall einer der prominentesten Gäste bei diesen legendären Sonntagsfesten. Schau dir dein Werk doch an. Haus, Garten. Ich wundere mich, dass du nicht auch noch einen eigenen Himmel dazu geschaffen hast. Er merkt, so kann das nicht weitergehen. Die relevante Kunst ist längst anderswo. Ein Künstler soll sich selbst und die anderen nie belügen. So zog ich nun in den Weltkrieg, bekleidet nur mit meiner Uniform und einem Karabiner. Er lässt es auf sich zukommen, ob er da im Krieg getötet wird oder nicht. Durch die Kriegserfahrung bekommt er eine Idee davon, was für die Menschen wichtig ist. Ich habe mich entschlossen, den Bakenhof an die Arbeiterklasse zu verschenken. Es ist immer wieder dieser Versuch, sich neu zu gebären. Und für das muss er das Alte kaputt machen. Also lasst uns die Geburt des neuen Menschen feiern.